Hallo zusammen, heute werde ich an das Video von gestern anschließen. Ich werde aber etwas Einfacheres machen als gestern, etwas, das einfacher zu verstehen ist. Wir haben gestern gesehen, dass n, die natürlichen Zahlen, unendlich sind. Und ich versuchte euch zu überzeugen, dass q, die Menge der Bruchzahlen, auch unendlich ist und es gleich viele Zahlen von Q wie in N gibt. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu beginnen, und mit dem zu beginnen. Ich probiere jetzt zu zeigen, dass es gleich viele in Z gibt wie in N. Und diese senkrechten Striche bedeuten, dass man die Größe der Menge nimmt. Und ich sage mit dieser Formel sage ich aus, dass es gleich viele ganze Zahlen, positive ganzen Zahlen gibt, wie überhaupt ganze Zahlen. Also, wir hatten wieder das mit dem Hirten, dass man immer... Ich habe hier schwarze Schafe und weiße Schafe. Und wir können sagen, dass wir gleich viele haben, wenn wir immer Pärchen bilden können. Wenn wir immer ein schwarzes zu einem weißen setzen können, dann können wir das entscheiden, ohne zu zählen, ob wir mehr schwarze oder mehr weiße haben. Wenn jetzt das zu schnell ist, dann schaut das Video von gestern an. Jetzt möchte ich sagen, dass die ganzen Zahlen z, also z ist so definiert, es sind es sind alle Zahlen, also auf dem Zahlenstrahl. Oh, das war es jetzt nicht wirklich gerade. So. Und wir 0. 1, 2, 3 und minus 1, minus 2, minus 3 und so weiter. Und das sind die ganzen Zahlen, das ist z und n. N ist nur, ich muss vielleicht mehr blau nehmen. N ist nur dieser Teil. Also nur die positiven Zahlen. Ich möchte jetzt sagen, dass diese zwei Mengen gleich groß sind. Und das möchte ich mit den Pärchen bilden. Und zwar bringe ich zu jeder Zahl in Z, bringe ich ein Paar in N. Also bringe ich einen Partner dazu. Und wenn wir diese Partner haben, also ich kann zu jeder Zahl in Z kann ich sagen, welcher Zahl in N es entspricht, welches sein Partner ist. Wenn wir das haben für alle Zahlen in Z, dann ist das gezeigt, dass sie gleich groß sind. Also gehen wir wieder auf dünkler. Und ja, machen wir diese Pärchen. Und zwar... können wir einfach 0 mit 0 paaren und danach können wir hier 1 mit 1, minus 1 mit 2, 2 mit 3, minus 2 mit 4, 3 mit 5, minus 3 mit 6 und so weiter. Wir haben hier Pärchen. Wir können sagen, immer bei den negativen Zahlen entspricht es plus dem Doppelten. Ist der Partner. Und bei den positiven Zahlen immer das Doppelte
minus 1 ist der Partner. Also alle, jetzt zum Beispiel der Partner für minus 100 wäre 200. Der Partner für 8 wäre 15. So, wir haben für alle Zahlen in Z haben wir jetzt einen Partner in N. Und aus diesem Gedanken können wir sagen, diese zwei Mengen sind gleich groß, obwohl Z ja alle negativen enthält, plus die natürlichen Zahlen. Ich hoffe, dieses kleine Beispiel war einfacher als das gestern mit den rationalen Zahlen.